Was wird sich wohl in dieser Kapsel verbergen? 48 Jahre schlummerte sie unberührt in der kupfernen Kugel unter dem Kreuz auf dem Turm der Rotenburger Jakobikirche. Jetzt, anlässlich der Restaurierung des Turms, öffnete Handwerker Harald Otto die verplombte Kupferkapsel. Es ist ein Brauch, in so einer Kapsel Dokumente der Zeit für spätere Zeiten aufzuheben. Pfarrer Michael Dorfschäfer befördert eine hessische Allgemeine vom 25. Oktober 1963 zutage. Dabei liegt eine Karte von Westeuropa mit beliebten touristischen Zielen. Vielleicht dachte der damalige Kirchenvorstand dabei symbolisch an den einsetzenden Reiseboom. In einem Brief bedauert der damalige Pfarrer Willi Happel die Teilung Deutschlands und spricht von guter konjunktureller Lage. Dann eine Überraschung, eine Zeitung aus dem Jahr 1914, die den Mord an Erzherzog Franz Ferdinand meldet, der zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte. Pfarrer Dorfschäfer wird einen Brief schreiben und den mit einer aktuellen Ausgabe der HNA bald in die restaurierte Kugel unterm Kirchturmkreuz legen.